Großer Ansturm auf die Oberschule Holdorf. Seltsam ist nur, keiner der Besucher ist im schulpflichtigen Alter. Grund? Nach gut einjähriger Bauzeit ist die neue Mensa fertiggestellt. Und da versteht es sich natürlich von selbst, dass Eltern, Nachbarn, Lehrer und Offizielle die neuen Räumlichkeiten und vor allem das Essen ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Gemeinde Holdorf hat vor einigen Jahren beschlossen, dass sie sich an eine Oberschule beteiligen will und möchte die Oberschule auch als Ganztagsschule ausgeprägt haben. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, bei einer Ganztagsoberschule muss auch eine Mittagsverpflegung geboten werden. Und das tun wir hier in den Räumlichkeiten, die hell sind, die großzügig sind, allen Ansprüchen auf modernstem Standort entsprechen. Und genauso soll es auch sein. Doch bis die geladenen Gäste das Mensa-Essen endlich testen dürfen, kommt erst einmal der offizielle Teil. Schließlich gilt es, sich bei jeder Menge Menschen zu bedanken. Neben dem Rektor der Oberschule, Herrn Haskamp, dem Küchenleiter, Herrn Fischer, sowie den Eltern und Schülervertretern, richtet auch die Direktorin der angrenzenden Grundschule, Frau König, ein paar Worte an die Gäste. Da eben nicht nur die Oberschule als Ganztagsschule ausgeprägt ist, sondern auch die Grundschule eine freiwillige Ganztagsschule ist, müssen wir auch dort für eine Verpflegung sorgen. Da beide Schulen räumlich sehr eng beieinander sind, bietet es sich natürlich auch an, dann die Verpflegung in einem gemeinsamen Raum durchzuführen. Das heißt, die neue Mensa ist zwar formal die Mensa der Oberschule, weil sie zum Bereich der Oberschule dazugehört, aber wird selbstverständlich auch von den Grundschülern mitgenutzt. Somit wird die neue Mensa, um es mit den Worten von Direktorin König zu sagen, nicht nur ein Ort des Essens, sondern auch ein Ort der Begegnung zwischen Nachbarn, Freunden und Geschwistern. Und auch wenn dem einen oder anderen langsam der Magen grummelt, ein wichtiger Programmpunkt steht noch an. Pfarrer Wölke und Pastorin von Stuckrad segnen die neue Mensa ein. Somit steht einer erfolgreichen Zukunft nichts mehr im Wege. Das macht uns außerordentlich stolz, dass von der 5., 6., 7. Klasse, das sind jetzt die drei Jahrgänge, die die Oberschule schon durchführen, dass die zu 100% hier an der Mittagsverpflegung teilnehmen. Und das widerspricht dann eben doch dem gängigen Klischee, dass Kinder, Jugendliche sich nicht mehr einer Gemeinschaftsverpflegung unterziehen wollen, sondern nein, sie nehmen hier mit Freuden teil. Und das macht uns wirklich stolz. Und dann ist es endlich soweit. Wie sagt man so schön? Das Buffet ist eröffnet. Wir haben lange überlegt, ob wir hier eine Zubereitungsküche oder eine Vorbereitungsküche haben. Und wir haben dann auch nach Rücksprache mit dem Betreiber eine sogenannte Vorbereitungsküche. Das heißt, das Essen wird zum Großteil schon an anderer Stelle vorbereitet, wird hier aber fertig gemacht. Das ist nicht nur ein Aufwärmen, sondern das ist wirklich ein Fertigmachen. Und das spricht auch für die Qualität. Wir benutzen uns eines Caterers, der von außen kommt, vom St. Vito Stift in Neuenkirchen. Und er bedient und beliefert ja nicht nur die Gemeinde Holdorf, sondern auch andere Küchen. Das ist einfach Qualität, die wir da eingekauft haben. Und während sich die Gäste das neue Mensa-Essen schon sichtlich schmecken lassen, bekommt auch der letzte Hungrige endlich sein Mittagessen.